Ich glaube, es geht im Allgemeinen weniger darum, dass Amerikaner sehr in Eile sind, die Verhandlungen zu Ende zu bringen, sondern sie sind daran gewohnt, aus einer Position der Macht, der Überlegenheit heraus zu verhandeln, weil das Land die einzige Supermacht ist, die noch übrig ist, weil die amerikanischen Firmen eine riesen Marktstärke haben. Und das Zweite ist, im Gegensatz zu manch anderen Kulturen, wo es doch sehr um die Beziehung geht, ist das Hauptziel erstmal der Profit. Deshalb erscheint es auch gerade Deutschen oft so, dass es am Anfang ein bisschen Smalltalk gibt und dann aber auch direkt der nächste Punkt der Agenda hochgehalten wird und gesagt wird, okay, das sind unsere Vorschläge und was sagt ihr dazu? Und jeder Versuch, dann nochmal irgendwo auf die Beziehung einzugehen oder erstmal eine Beziehung aufzubauen, wird eher als Verzögerung oder Schwäche wahrgenommen. Kurz, die Eiligkeit, ja, sie ist vorhanden, aber es geht einfach nur darum, Verhandlungen auf eine sehr, sehr sachliche, direkte Art und Weise durchzuziehen und das Gegenüber weniger auf einer menschlichen Ebene zu beeindrucken, sondern einfach auf einer Sachebene, auf Fakten basiert, zu einer Lösung zu kommen, mit der beide Seiten leben können.